Bitches on the beat, let's go. YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal. Ben Bugatti mit einem neuen Video über ein paar wahre Hip-Hop-Geschichten. Und da können natürlich Beyoncé und Jay-Z nicht ausbleiben, weil diese Leute haben viel zu verbergen und auch viel, was erzählt werden sollte. Deswegen hat Ben Bugatti die natürlich da eingebaut. Wir gucken das natürlich an. Ich bin voller Vorfreude. Ich bin gespannt, was da alles rauskommt. Ne? Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ben zu dem Bugatti. Shoutouts. Abonniert auch Ben. Ja, wissen wir. Hey, yo. Ich denke, jeder in meinem Alter kann sich noch an den legendären Song New York von Ja Rule, Jada Kiss und Fat Joe erinnern. Ein Song, der dazu führte, dass Fat Joe und 50 Cent einen jahrelangen Beef hatten. Darüber habe ich ja schon ein Video gemacht, das ihr euch gerne reinziehen könnt. Doch viele wissen gar nicht, dass eine Line auf diesem Song fast dafür gesorgt hätte, dass Fat Joe ausgenockt wurde. Boah. Denn im Song rappt Fat Joe folgende Lines. True story, I'm bringing the team back. Even Roy Jones was forced to lean back. Der von Fat Joe erwähnte Roy Jones Jr. war ein Profiboxer, der jahrelang ungeschlagen blieb. Außerdem war er mit Fat Joe befreundet, sodass sich Fat Joe dachte, er könnte diese Line einfach rappen. Doch der Zeitpunkt, an dem der Song veröffentlicht wurde, hätte nicht schlechter gewählt sein können. Sag jetzt nicht, der Song kam raus, wo er seinen ersten Boxkampf verloren hat. Und er hat einen falschen Hals deswegen bekommen. Denn nur einige Monate vor dem Song-Release wurde Roy Jones das erste Mal in seiner Karriere ausgenockt. Weswegen die Line auf einmal ganz anders von den Leuten aufgenommen wurde. Und das gefiel Roy Jones Jr. überhaupt nicht. Oh, das ist natürlich sehr ärgerlich, Digga. Ne? Nicht cool. Also suchte er Fat Joe in einem New Yorker Club auf und nahm sich vor, ihm wegen diesen Lines eine zu verpassen. Da Fat Joe aber wieder... Wenn dir ein Boxer eine verpasst... Kann das nicht sogar sein, dass sie dann gesperrt werden können aus irgendwelchen Aktivitäten? Ja, ne? Wenn die einfach deren Kampfkünste so missbrauchen, ne? Wenn er mal mit hunderten Gangstern unterwegs war, wartete Roy Jones Jr. auf den Moment, in dem Fat Joe mal alleine stand und schnappte sich ihm mit einem Dutzend seiner Freunde. Fat Joe wusste sofort, worum es ging und versuchte ihn mit den Worten "Es ist alles nur Hip-Hop" zu beruhigen. Doch ein Freund von Roy schrie aus dem Hintergrund "Hau ihn um, Champ! Lass dir das nicht gefallen, Champ!" Da Fat Joe wusste, dass Roy Jones Jr. als Profiboxer ihn innerhalb von nur Sekunden ausnocken könnte, packte er ängstlich die Hände von Roy Jones und sagte zu ihm "Bitte knock mich nicht aus, Champ. Ich weiß, das wäre kein Problem für dich." Der Arme hat aber recht, ne? Was willst du gegen einen Profiboxer machen, Bro? Ein Brett reicht, Digga, und du gehst erstmal ein paar Tage schlafen. Und hast auch noch Schmerzen davon. Aber siehst du die 100 Leute, mit denen ich unterwegs bin? Denen wird das überhaupt nicht gefallen. Und keiner von ihnen wird mit dir kämpfen, wenn du verstehst, was ich meine. Da Roy Jones Jr. wusste, dass die ganze Situation... Boxer haben ja sozusagen Waffenschein, Fäuste gemeint und die dürfen nicht, ja, dürfen das nicht privat benutzen, genau. Eskalieren könnte und sie eigentlich hier auch befreundet waren, legten sie den Konflikt noch vor Ort bei und sind bis heute befreundet. So it was just hip hop. I said, even at that, it's like, yo, Roy, it's just hip hop, bro. Ah, krass, ja, okay, er hat die Story selber erzählt. Cool. Bevor Jay-Z berühmt wurde, vertickte er jahrelang in seiner Nachbarschaft. Memphis Bleek, der schon mit Jay-Z unterwegs war, bevor er seinen Durchbruch hatte, erzählte vor ein paar Jahren mal in einem Interview, dass Jay-Z durch und durch ein Hustler war. Denn eines Tages musste Jay für einige Tage die Stadt verlassen und bat Memphis Bleek darum, währenddessen auf seine Wohnung aufzupassen. Also hing Memphis bei Jay zu Hause ab und feierte mit ein paar Freunden und Frauen, bis sie kein Geld mehr hatten. Also rief Memphis bei Jay an und fragte ihn, ob er irgendwo in der Wohnung $100 hätte, die er sich leihen könnte. Doch $100. Digga, ein Jay-Z hat doch nicht nur $100. Ah, Straßenjunge, ne, aber das ist doch andere Zeit. Der hatte natürlich mehr als $100. Das ist aber andere Zeit. Ja, aber ich glaube, Digga, der hat ja damals schon Geld gemacht, deswegen ja. Ich glaube, die haben jetzt Batzen gefunden, wir hören jetzt. Guck. Ja. Jay sagte daraufhin zu ihm, okay, geh in mein Schlafzimmer und nimm dir $100 aus meinem Nachtschrank. $100, das war's. Ich habe mein Geld gezählt. Daraufhin ging Memphis ins Schlafzimmer, öffnete die Schublade des Nachttisches und sah, dass sie voller $100-Scheine war. Klar! In dem Augenblick dachte sich Memphis,
Was könnte wohl in den anderen Schränken sein? Laut seiner Aussage sah er dann, dass jede Schublade in Jay-Z's Schlafzimmer voller 100, 50 What? Und 20 Dollarscheine war. Klar, der Mann war am Move, du checkst nicht, Alter, ja? Junge, der Mann hat doch Cash da. Also nahm er sich nur 100-Dollar-Schein, verließ das Schlafzimmer und dachte sich nur eine Sache. Wieso habe ich nicht mindestens nach 500 Dollar gefragt? A whole stack of hundreds, just the whole drawer full of... Aber ja, stramm, Digga, dass er das auch dabei belassen hat. Ne? Nur so viel genommen, wie er auch gesagt hat, fertig. Ich glaube, viele Leute wären zu gierig gewesen und hätten mehr genommen. Hätten einfach auf die Freundschaft geschissen zu dem Moment. In dem Moment. Hundreds. So I'm like, believe why the f*** you ask for 100? Und da wir gerade bei Jay-Z sind, habe ich noch eine kleine Story, die zeigt, wie krass Beyoncé hinter ihrem Mann steht. Denn Jay-Z und 50 Cent haben schon seit Jahren eine Art Konkurrenzkampf, der größtenteils von 50 Cents Seite ausgeht. Das hat natürlich auch Beyoncé mitbekommen. Und sie dachte sogar, 50 hätte einen echten Beef mit Jay. Als 50 und Jay-Z dann Mitte der 2000er Jahre bei einer Veranstaltung in Las Vegas waren, wollte 50 Cent sich kurz mit Jay unterhalten und ging rüber zu ihm. Er hatte eigentlich keine bösen Absichten. Doch Beyoncé, die zu diesem Zeitpunkt noch Jays Freundin war, sah, wie 50 rüberkam und sprang sofort von der Fensterbank, auf der sie saß, stellte sich neben Jay-Z und war laut 50 Cents Aussage bereit, ihn anzugreifen. Oha, Digga. Muss ein bisschen chillen, aber auch. Ist einfach Löwe geworden, ja? Falsche Position, Digga. Angreifen und so. Diese Reaktion von Beyoncé ließ 50 Cent einfach nur baff dastehen, sodass er wortlos Jay-Z anschaute, der einfach nur grinste. Das nenne ich mal eine Ride or Die, oder nicht? She jumped out, she was like, da, da, da. And I'm like, wait, what is she doing? That's not me, that's your stuff. This ain't got nothing to do with you. Ja, du hast eigentlich gar nichts so zu tun. So. Eigentlich nicht. Hey, komm runter. Ah, die hat sich auf jeden Fall richtig für ihren Mann eingesetzt. Nicht ihre Liga, Digga. Ihr sucht nach einer einfachen, sind immer für euch da. Was eben? Ohnischsten Song. Einer der ikonischsten Songs der frühen 90er Jahre war definitiv Deep Cover von Dr. Dre und Snoop Dogg. Ein Track, der bis heute noch richtig ballert. Doch viele kennen gar nicht die Geschichte dahinter. Denn eigentlich war der Song ganz anders geplant. Im Jahre 1992 lernten sich Snoop Dogg und Dr. Dre gerade frisch kennen und trafen sich noch im selben Jahr im Studio, um Musik zu machen. Als Snoop dann ins Studio kam, hatte Dr. Dre bereits schon ein Beat fertig. Und da er einen Songwriter brauchte, fragte er Snoop, ob er den Text für ihn schreiben könnte. Snoop sagte natürlich zu und Dre gab ihm nur die ersten Rap-Lines und erzählte, dass der Song auf einem Film-Soundtrack landen würde. Dann packte Dre seine Sachen und ging ins Fitnessstudio, ohne dass Snoop überhaupt wusste, worum es in dem Film ging. Also schrieb Snoop den ersten Vers für Dre, bis Shug Knight anrief und ihm erzählte, dass der Film über einen Undercover-Cop handelt. Und da Snoop Dogg gerade frisch aus dem Knast kam, weil er einem Undercover-Cop Drogen verkaufte, passte der Song perfekt zu ihm. Als Dre wenig später vom Fitness zurückkam und hörte, was Snoop Dogg gezaubert hatte, war Dre ebenfalls der Meinung, dass der Song perfekt zu Snoop Dogg passt. Deshalb wollte er Snoop Dogg den Song schenken und brachte ihn dazu, zwei weitere Verse zu schreiben, die Snoop dann eigentlich allein rappen sollte. Und so wurde aus dem ursprünglich geplanten Solo-Song von Dr. Dre ein Solo-Song von Snoop Dogg. Doch das war wiederum zu viel Druck für Snoop, weswegen er Dre überredete, zumindest den ersten Vers zu übernehmen. Und so hören wir heute beide auf dem Song. Write the second verse, then the third verse. How about this one? I start getting vocal. How about we do? Ich muss sagen, ich kenne den Song gar nicht, ja? Put together. Die unter euch, die dieses Format kennen, wissen, dass es am Ende des Videos immer eine Story über eine bestimmte Person gibt. Wir schreiben das Jahr 2003. Der YouTuber Logan Paul, der zu diesem Zeitpunkt gerade mal 18 Jahre alt war, hatte gerade seinen ersten YouTube-Hype und wurde aufgrund dessen von einer Agentur namens Studio 71, da war SKK auch drin. 2003? Ich war, glaube, er hat sich vertan im Jahr. 71 entdeckt und wenig später unter Vertrag genommen. Deswegen war Logan regelmäßig in Los Angeles unterwegs, wo die Agentur ihren Sitz hatte. Eines Tages hatten Logan und sein Manager ein Meeting im Konferenzraum der Agentur, als die beiden plötzlich laute Schreie von draußen hörten. Also gingen sie zur Tür, öffneten sie einen Spalt und sahen, wie ein kleiner und ein zwei Köpfe größerer Mann den CEO von Studio 71 anschrien.
Der große Mann packte den CEO am Kragen. Wer ist der große Mann? Weißt du? Suge Knight. Und schüttelte ihn durch, während der kleine Mann schrie, wo zum Teufel ist mein Geld? Logans Manager schloss daraufhin langsam wieder die Tür und versuchte irgendwie unauffällig zu bleiben. Daraufhin fragte Logan Paul, wer diese beiden Männer waren. Und der Manager antwortete, das waren Cat Williams und Suge Knight. So hörte Logan Paul das erste Mal von Suge Knight. Und obwohl es sehr viele andere, noch krassere Geschichten über Suge gibt, zeigt diese Story perfekt, warum er damals von ganz Hollywood gefürchtet wurde. He's like, that's Suge Knight and Cat Williams. And I'm like, who's Suge Knight? And that's when I got the brief on who this dude is. Und das waren wieder mal ein paar... Ey, krass. Ey, krass, Digga, wie random, ja? 2003, krass. 2003? Komisch. Wahre Hip-Hop-Geschichten. Falls ihr irgendwelche Stories habt, die ich... Aber geil! Sehr interessante Hip-Hop-Geschichten schon wieder von Ben Bugatti. W. Checkt das Video von ihm auch gerne ab, wenn ihr wollt. Lasst einen Daumen nach oben da bei unserem Video. Kommentiert, was sie über diese Geschichten halten. Aber 2013. Ja, ich glaube auch 2013. Ja, ja. Ja, 2013 hier. Ja, okay, ja, da war er gerade 8 Jahre alt und die existierte nicht mal. Ja. Genau. So, deswegen, Jungs, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.